Konzertreihe sehr abwechslungsreich, deswegen kommt man auch gerne wieder. Über Klavier, Gesang, Kammermusik, Rahmen oder jetzt demnächst auch Gitarrenmusik. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil also ich liebe besonders solche kleinen Konzerte, weil das ist natürlich viel intimer. Ganz besonders gefällt ist, dass die Atmosphäre so ist und man ist so nah an den Künstlern dran. Das habe ich ja sonst nicht. Wirklich hell begeistert von dem schönen Schloss, von der schönen Umgebung und auch von der Qualität des Klaviers. Schloss Höfling hat ja nicht nur ein sehr schönes Schloss, sondern auch einen wunderschönen gepflegten Garten. Ich bin immer sehr gerne hier und vor allem, wenn man die Anwesenheit dann hier mit dem Hören von so schöner Musik verbinden kann. Die Stiftung ist natürlich wichtig, um die Forschung zu unterstützen, aber auch als mentale Stütze für die Betroffenen. Eine tolle Initiative, natürlich sehr wichtige. Wir verkaufen die Marmeladen, die der Konstantin selber macht, auch aus dem Obst vom Garten. Und das wird dann alles gespendet an die. Ja, 100%. Und dann kriegt jeder noch ein Spendenarmband. Wir konzentrieren uns meistens heute nicht auf das Wichtige. Und ich finde, dass die Kunst ist, was man, also diese Tonkunst, für mich ist, das zeigt dir, was in dir steht.